Jo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen bei Dein Computer und Du. Jetzt erzähle ich euch, versuche ich euch das Grundgerüst von einer Webseite zu erklären. Also das, was hinter den ganzen Techniken, hinter dem alles steht, was wir sehen und nicht sehen können. Zack. Uiuiui. Hier muss ich echt mal ein anderes Programm her. Gut. Okay. Webseiten. Die ersten Webseiten waren nur Textdokumente, die auf irgendeinem. Ah, okay. So, also, wir haben hier den Computer, auf den wir uns befinden. Wir haben den Computer, auf dem sich die Webseite befindet. Und wir haben noch einen Computer, auf dem sich eine andere Webseite befindet. Wir sind jetzt über das Internet mit diesem ersten Computer verbunden, haben ihn gefunden über Google oder irgendwas anderes und lesen diesen Text, der auf der Webseite steht. Auf dieser Webseite gibt es jetzt einen Link, der auf eine andere Webseite, auf einen anderen Computer verweist. Wenn wir auf diesen Link klicken, landen wir automatisch auf der anderen Webseite. Das war der Beginn des Internets. Eine Verbindung von Texten, mit die über Hyperlinks verbunden wurden. So, dann ging die technische Entwicklung aber weiter. Wir hatten keine Schwarz-Weiß-Bildschirme mehr, sondern farbige Bildschirme. Wir hatten benutzerfreundlichere Betriebssysteme. Und deshalb haben sie auch angefangen, die tollen, schlauen Köpfe, die Webseiten weiterzuentwickeln. Anstatt nur einfachen Text gab es jetzt Möglichkeiten, den Text zu gestalten, dass man die Schrift fett schreibt, oder kursiv, rot, grün, blau, gelb. Später kam auch noch die Möglichkeit hinzu, Bilder einzufügen. All das geht mit HTML. Es ist keine Programmiersprache, es ist eine Beschreibungssprache. Mit HTML beschreibe ich, wie meine Webseite aussieht. Ich beschreibe, wie der Computer meinen Text anzeigt. So, ich versuche euch das mal zu zeigen. Das Grundgerüst einer Webseite. Ich kann einfach einen Texteditor öffnen und die Textdatei als HTML abspeichern. So, bei Windows G. Speichere diese Textdatei als HTML-Datei. Jetzt gehe ich in diesen Ordner, wo ich die gespeichert habe, und öffne sie einfach in meinem Browser. Jetzt sehe ich nichts, weil ich noch nichts reingeschrieben habe. Jetzt kann ich hier einen kleinen Text reinschreiben.
Und jetzt lade ich diese und speichern. Da hat seinen Text reingeschrieben und die Datei gespeichert. Und jetzt lade ich die Datei in meinem Browser neu. Und der Text taucht in meinem Browser auf. Ich habe soeben meine erste Webseite erschaffen. So einfach geht das. So, jetzt will ich einen Hyperlink haben. Ich will eine Verknüpfung zu einem anderen Dokument haben. Zuerst lege ich dieses andere Dokument an. Ich mache eine neue Datei. Dies ist noch ein Test. Speichere es wieder als HTML ab. Test 2 HTML. Schau es mir im Browser an. Funktioniert. Dann öffne ich wieder die erste Datei mit dem Texteditor. Eieiei, so geht's nicht. Also, mein Editor und ich ziehe mir die Seite hier so rein. Zack. Und jetzt erstelle ich einen Hyperlink. Normalen Text schreibe ich so hinein, wie es da steht. Und wenn ich jetzt bei HTML eine Markierung setzen will, etwas dem Text eine bestimmte Eigenschaft geben will, dass er farbig ist oder dass das zum Beispiel ein Hyperlink ist, der irgendwo hinführt, dann benutze ich diese eckigen Klammern. Damit öffne ich einen Befehl oder eine Beschreibung. Dann sage ich, was ich haben will. Ein A, das steht für Hyperlink. Dann sage ich, wo ich hin möchte. Reference, die Referenz ist gleich Anführungsstriche oben. Es ist egal, ob ich die doppelten nehme oder die einzelnen. Und da schreibe ich jetzt die Zieladresse hin, den Namen meiner zweiten Seite. Test2.html. Ich schließe die eckige Klammer wieder. Wenn ich das jetzt im Browser teste, dann sehe ich erstmal, ups, nein, kein Unterschied. Ich habe jetzt zwar eine Beschreibung geöffnet, dass es jetzt ein Link wird, aber ich habe es noch nicht geschlossen und ich habe es noch nicht gefüllt. Ich habe jetzt noch keinen Text ausgewählt, der diese Eigenschaft haben soll. Jetzt schreibe ich hier einen Text hin, Link, öffne wieder eine eckige Klammer, mache einen Schrägstrich über der 7, den findet ihr auf der Tastatur über der 7 und schließt wieder die eckige Klammer. Oh, mach noch ein A rein. Damit sage ich dem Computer, dass an dieser Stelle diese Beschreibung aufhört. Jetzt weiß der Computer oder der Browser, dass das Wort Link nicht nur ein Wort ist, sondern es ist auch, es passiert was, wenn ich darauf klicke. Jetzt schaue ich mir das in meinem Browser an und da erscheint er. Ein Link. Er wird standardmäßig im Browser meist blau angezeigt und unterstrichen. Und lila wird er angezeigt, wenn ich den schon mal besucht habe. Also wenn der Browser die Seite schon mal geöffnet hat. Wenn ich jetzt auf diesen Link klicke, lande ich auf meiner anderen Webseite. Mit diesen einfachen Techniken hat das Internet begonnen. Ich hoffe, ihr konntet mir jetzt alle folgen, denn für gewöhnlich spreche ich recht schnell, aber dabei wollen wir es für heute erstmal belassen. Genau. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Computer und du.